Hey Urlauber! Hey Benny! Zurück von der Insel! Benny, zurück von der Insel, wenn ich es dir sag. Wie hieß die nochmal, die Insel? Wangerooge. Ich war auf Wangerooge beim Laufen. An der Nordsee? An der Nordsee. Boah, ganz schön platt da, oder? Ist ziemlich platt. Ich bin auch platt jetzt. Nein, soll ich dir was sagen? Ja, heute unbedingt. Ist der 4. Juni. Hey, ist der 4. das Juni. Heißt? Es ist Sommer. Das ist geil. Corona weicht. Ja, auch gut. Es wird gelaufen. Noch besser. Die Berge als Stadion sind eröffnet, so richtig. Schnee ist weg. Ja. Und hier seit heute, Freitag, 4. Juni, am Kiosk das neue Trail Magazin. Sollen wir zusammen reinschauen? Unbedingt. Cover. Authentisch, oder? Authentisches Bild. Bub und Mädel. Bub und Mädel laufen in Norwegen am Fjord entlang den Berg hoch. Super. Themen. Pass auf. Eine Fotostory. Single Trails, yep. Nach dem Motto, je schmäler der Trail, desto mehr Spaß macht's. Kann ich bestätigen. Also ich würde es auch unterstreichen. News, Events, die verschoben werden auf den Herbst. Es kommt ja vieles zusammen, ne, im Herbst, was Events angeht. Wird eng. Wird eng, ja, da passiert dann ganz viel. Ein Pro und Contra. Genau. Über technisch anspruchsvolle, eher kürzere Trail-Wettkämpfe. Ob es die geben soll, ja oder nein. Yep. Bisschen was über Sommer und Hitze. Bisschen was über nachhaltige Produkte. Meine Kolumne. Training. Vier Studien. Also ich finde es drei Studien. Ich finde es eine super Trainingsgeschichte. Drei neue Studien, die unser Lauf- und Trailrunning-Training irgendwie schon ein bisschen verändern könnten in Zukunft. Ja. Finde ich gut, finde ich spannend. Nicht nur für Profis. Da warst du ziemlich involviert. Günstige GPS-Sportuhren. Genau, alljährlicher großer Uhrentest. Wir haben uns diesmal angeschaut, günstigere Uhren. Bei Uhren kann man ja mächtig Geld ausgeben. Wir wollten diesmal wissen, was gibt es so im mittleren Preissegment. Und wobei das ist ja auch 300 Euro, ist ja auch schon Geld. Ja, maximal 300 Euro. Manche kosten nur zwei kosten nur 200 Euro. Ja, klar, ist auch Geld. Ja. Aber das ist jetzt relativ günstig, muss man sagen. Ja, für Uhren, die wirklich auch was können. Ah, ein tolles Porträt. Er war ja bei uns in der Redaktion zu Gast. Und Clemens hat ein schönes Porträt über ihn geschrieben. Philemon Abraham. Und seine Geschichte von Eritrea ins Chiemgau als Flüchtling. Genau. Und er kommt jetzt so richtig im Hochleistungslaufsport hier an. Sehr schnell, Leute. Ja. Tolle Story. Auch eine schöne Geschichte. Eine Trailrunning-Reise ins Coburger Land von Clemens. Ein, was muss man sagen, kleiner Rückblick, was auf unserer Plattform myvirtualtrail.com passiert ist. Gibt es noch Nachschlag. 7 Schuhe. Mhm. Das ist quasi so ein Nachschlag von unserem großen Schuhtest aus der letzten Ausgabe. Ja. Da kamen ein paar Modelle ein bisschen später und die wollten wir euch nicht vorenthalten. Ja, die aber interessant sind, muss man sagen. Ja. Genau. Ja, ein paar Sommerklamotten unkonventionell dargestellt. Yep. Also quasi eine Modegeschichte. Dann unsere Meinungen. Einmal geht's. Da habe ich was geschrieben. Ja. Weil es ja im Straßenlaufsport sieht man ja schon, dass wir da schon ein neues Niveau haben in der Leistungsspitze. Und ja, das ist die Frage, ob das jetzt auch im Trailrunning so kommt. Okay. Genau, ein paar Gedanken. Nochmal eine Meinung von dir über eine, eigentlich ist es eine Kooperation jetzt, oder? Fusion. Ne? Nee, Fusion nicht, aber das nicht. Zusammenarbeit. Zusammenarbeit, ja. Zwischen der UTMB Group und der Ironman Group. Genau, da wird einiges neu geordnet im Sport. Genau. Ich schreibe was über ein Sport in zwei Welten, Trailrunning auf den kürzeren Distanzen und eben auf den ganz langen Distanzen. Praxistest haben wir diesmal uns vollkommen und ganz den Laufrucksäcken angenommen. Auch ein bisschen aufgeteilt natürlich in 14 Modelle. Mhm. Was waren es? 10, ja, mehr so Race-Westen bis höchst 10 Liter und bisschen, wo mir reinpasst. So Touren. Etappenlauf, Abenteuer. Adventure. Ja.
größere Rucksäcke. Ja, man darf, glaube ich, das vorwegnehmen, die sind allesamt richtig gut mittlerweile. Ja, Wahnsinn. Ja. Ein Medium, Medien, Buch und Film und Podcast Special. Was für neue Filme gibt es so auf YouTube zu sehen? Was für neue Bücher? Ja, genau. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ne? Drei richtig, ja, richtig schöne Hütten stellen wir genau, vor. Jetzt, wo die Hütten wieder aufmachen. Ja. Also eine Hütte in Tirol, eine in den Zillertalalpen und eine am Tegernsee. Die haben alle Hütten haben eines gemeinsam, man kann von ihnen weg gigantisch gut laufen. Auf jeden Fall. Sommerpläne, wir stellen Leute vor, die den Sommer ganz besondere Laufabenteuer geplant haben oder die jetzt auch schon gemacht haben. Genau. Genau. Also auch keine Profis oder so, sondern in Anführungsstrichen normale Trailläufer. Normale Läufer. Genau, ich habe einen eigenen Energy Bar gekocht, kann man nachbacken oder sich einfach mal daran versuchen. Es lohnt sich, kann ich nur sagen. Man muss sich diese Sachen nicht unbedingt kaufen, kann man selber machen. Tolle Israel-Reisereportage von der Froni. Froni Limberger. Mhm. Sehr interessant. Ein Rückblick auf eine Ausgabe vor genau 10 Jahren. Ja, Praxistest, verschiedene Produkte, ein Schuh, der individuell angepasst wird, Jacke, Hose, Brille und eine, wie ich finde, sehr lustige Moralfrage diesmal. Ich sage nur, der Ananas-Fetischist und erkläre es sonst nicht weiter. Muss man lesen. Das war's. Schönes Heft ab heute, 4. Juni, am Kiosk zu kaufen. Jo. Super. Ciao, ciao.